Du bist schon länger Führungskraft, hast die ein oder andere Botschaft schon mantramäßig wiederholt, macht nicht mehr richtig Laune, du bist nicht mehr so richtig begeistert davon. Aber, sage ich, ich kenne mindestens eine Zielgruppe, die für diesen Umstand, dass du schon lange Führungskraft bist, nichts kann. Und das sind deine Mitarbeiter. Ganz ehrlich, ohne Begeisterung wäre in der Geschichte der Menschheit noch nie Großes zustande gebracht worden. Begeisterung, da gebt ihr mir recht, Begeisterung war schon immer die Triebfeder für Höchstleistungen. Schau mal her, wenn es keinen Enthusiasten gegeben hätte, wie exemplarisch genommen Robert Koch, dann wären wir Stand heute in der modernen Medizin nicht da, wo wir sein dürfen. Robert Koch hat irgendwann mal gesagt, vor langer, langer Zeit, Erreger, die von außen ins Gewebe eindringen und die Zellen zerstören. Dann haben die Empfänger seiner Botschaft gesagt, Koch, wir glauben, du hast deine Tabletten nicht rechtzeitig eingenommen. Ergebnis, Medizin-Nobelpreis. Es waren schon immer begeisterte und begeisternde Menschen, die die Welt verändert haben. Schau mal her, Thomas Alva Edison, der also angeblich 2000 Versuche gebraucht hat, bis diese Glühbirne endlich gebrannt hat. 2000 Versuche, wenn du nicht begeistert bist, kommst du nicht bis zum 2000. Versuch. Vor allen Dingen, was hat Thomas Alva Edison gesagt, nachdem die Glühbirne endlich gebrannt hat, hat er gesagt, juhu, hat er gesagt, jetzt habe ich also 1999 Wege gefunden, wie man einen Kohlefaden nicht zum Leuchten bringen kann. Wir wären wahrscheinlich schon durchgedreht bis dahin. In der Jetztzeit, es ist noch gar nicht so lange her, begeisterte Persönlichkeiten, ohne Begeisterung wäre noch nie Großes zustande gebracht worden, Jeff Bezos, Amazon, der mal komplett ein Geschäftsmodell revolutioniert hat. Wikipedia, Jimmy Wales, Elon Musk, der erst PayPal gegründet hat, dann war ihm langweilig, jetzt macht den Batterien. Also es waren schon immer begeisterte Persönlichkeiten, die also Großes geschaffen haben. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, naja, aber wenn begeisterte Menschen Großes schaffen, wenn wir so zurückblicken, die letzten Jahre, so wahnsinnig viel Großes und Begeisterndes ist eigentlich nicht geschaffen worden. Womit hat das denn zu tun? Das kann ich euch sagen, weil natürlich nicht nur Leuchttürme der Begeisterung um uns herum sind, sondern es gibt insgesamt 4 Begeisterungstypen, die ich euch heute in Köln vorstelle. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Begeisterungstyp Nummer 1. Die Mumie. Schaut her, was ist Begeisterung? Begeisterung ist doch immer Energie. Was hat die Mumie jetzt nicht wahnsinnig viel? Energie. Und das Blöde bei der Mumie ist, diese Energie ist auch noch negativ. Was will die zum Thema Begeisterung beitragen? Schaut her, eine Mumie schleppt sich nach einem schönen Wochenende am Montagmorgen ins Büro, schaut um 8 Uhr zum ersten Mal auf die Uhr, um 8 Uhr 2 zum zweiten Mal auf die Uhr und sagt, Montagmorgen, 8 Uhr 2, Mann, Mann, Mann. Die Woche zieht sich aber wieder. Wie will die den Menschen begeistern? Das kann doch hinten und vorne nicht funktionieren. Eine Mumie ist phlegmatisch, eine Mumie ist müde, eine Mumie ist frustriert. Innere Emigration hat irgendwann mal aufgehört, sich vielleicht in eure Abteilung, in eure Organisation einzubringen. Woran erkennt man Mumien noch? In Aachen hat letztes Mal einer dazwischen gebrüllt, am Geruch! Kann sein, muss nicht unbedingt. Eine Mumie erkennt man auch sehr schnell am Stimmklang. Wie klingt Begeisterung am Stimmklang? Eine Mumie, wenn die zu euch Guten Morgen sagt, dann träumt ihr, weil eine Mumie sagt nicht Guten Morgen, so wie ich gerade eben, sondern eine Mumie, eine Reduzierung der Körpersprache auf ein anatomisch mögliches Mindestmaß. Schaut euch aus einem toten Augenpaar an und wirkt auf der letzten Rille noch so etwas Ähnliches hervor wie, genau. Morgen. Also es ist ganz furchtbar. Bei der Mumie sage ich immer, das sind eigentlich Menschen, die sind eigentlich schon tot, die sind nur zu faul zum Umfallen. Wie will die den Menschen begeistern, wenn die am Mitarbeiter dran ist, wenn die an euch dran ist, mit euch kommuniziert oder am Kunden oder an der Führungskraft? Schaut mal her, bei der Mumie, woran erkennt man Mumie noch, wenn du bei der Mumie in die Playlist reinhörst? Dann hast du sowieso keine Fragen mehr, weil in der Playlist einer Mumie, da ist alles Moll. Da ist alles Depri. Ja, Lana Del Rey, Summertime Sadness. The Verve, Drugs Don't Work. Hello Darkness, my old friend. Ganz, ganz schwierig zum Thema Begeisterung bei der Mumie. Und es ist wirklich bei Mumie, ich sage immer wieder gern, bei kleinen Stimmungsschwankungen hilft ein Bad mit Schaum, bei größeren ein Bad mit Föhn. Es ist... Wie will eine Mumie bitte Menschen begeistern?
mit hoher Wahrscheinlichkeit sind zwei Dinge bei euch in den letzten paar Sekunden, während wir über den Begeisterungstyp Nummer 1 gesprochen haben, durch den Kopf gegangen, nämlich Punkt Nummer 1, kenne ich vielleicht bei mir, also ne, Kopfkino, in meinem Umfeld vielleicht die eine oder andere Mumie bei mir auf der Arbeit oder im Freundeskreis, oder für die ganz selbstreflektiven, hey, bin ich selber hin und wieder eine und ich merke es vielleicht nicht. Legt euch nicht zu früh fest, wir haben noch drei weitere Begeisterungstypen. Wir sind bei Begeisterungstyp Nummer 2. So, der Brandstifter. Begeisterung ist Energie und der Brandstifter, der hat viel Energie, was eigentlich schön ist, wenn Menschen viel Energie haben. Das Blöde beim Brandstifter ist nur, die ganze Energie ist durchweg negativ und, frage ich euch, richtet sich gegen was? Alles. Gegen sich selber, gegen, und jetzt wird es schwierig, das eigene Unternehmen. Und jeder von uns kennt doch die alte indianische Weisheit. Don't fart in the wigwam. Wenn du drin sitzt und der Lappen hängt runter im Wigwam, dann kommen die Flatterlenzen auf dich selber zurück. Don't fart in the wigwam. Typische Wesensmerkmale eines Brandstifters, schon lange im Unternehmen, man könnte sagen auch zu lang, man könnte auch sagen 20 Jahre Vertriebszugehörigkeit haben ihre Spuren hinterlassen. Der Brandstifter ist ein zerstörerisches Element, ein zersetzendes Element. Der Brandstifter trägt seine Unzufriedenheit, und ich betone, es ist doch seine Unzufriedenheit, die er tagtäglich durchs Unternehmen trägt, wie eine goldene Monstranz, wie bei der von Leichnamsprozession auf dem Dorf, der jeder im Umkreis von 5 Meter beiwohnen darf. Der Brandstifter, ich nenne ihn auch gerne den falschen Feuerwehrmann. Ich bin ein Kind des Dorfes, also ich komme aus einem Dorf, wenn die Erde eine Scheibe wäre, würdest du direkt hinter unserem Ortsschild runterfallen. Da kommt nichts mehr. Und die Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr, kennt ihr die von der Freiwilligen Feuerwehr, die schon am Brandherd sind, noch lange bevor es überhaupt brennt? Es will in diesem Ort partout nicht brennen, aber ein bisschen Feuerwehrmannsehre hast du doch noch im Leib. Deswegen hilfst du geringfügig nach, um dann scheinheilig die 112 zu wählen und zu sagen, Jungs, bitte kommt, wir brauchen das große Besteck, wir haben einen Brand zu bekämpfen. Falscher Feuerwehrmann deswegen, weil wenn wir einem falschen Feuerwehrmann oder einem Brandstifter oder einem Kollegen auf dem Flur begegnet, ihr fasst euch ein Herz und sagt zu diesem Begeisterungstypus, und wie gefällt es dir bei uns im Unternehmen, dann schaut der Brandstifter euch vordergründig freundlich an und sagt, danke für diesen guten Morgen, danke für diesen schönen Tag. Du tupfst dir die Schweißperlen von der Stirn, gehst weg, denkst dir, ja Gott sei Dank, normal ist gut gegangen. Er tupft sich auch die Schweißperlen von der Stirn, geht weg, denkt sich aber über euch nur eins, nämlich burn, motherfucker, burn. Meine Handlungsempfehlung zum Brandstifter zum Thema Begeisterung ist ganz klar, löschen, sofort löschen. Kommen wir zum Begeisterungstyp Nummer 3, wir wechseln auf die gute Seite. Wir sind beim Blümchen. Also, man würde dem Blümchen nicht gerecht werden, wenn man ihm unterstellen würde, dass es wahnsinnig viel Energie hätte. Na, das ist es nicht, aber die Energie ist da. Und das Schöne beim Blümchen ist, diese ganze Energie ist durchweg positiv. Die Blümchen, die haben sich eingerichtet soweit, die fühlen sich wohl im Unternehmen. Da ist alles toll, wenn du ein Blümchen fragst, wie gefällt es dir bei mir in der Abteilung, wie gefällt es dir bei mir im Unternehmen, dann könnte es sein, dass das Blümchen euch anstrahlt und sagt, Mensch, bei euch in der Abteilung, da ist es toll, da arbeiten Menschen und hin und wieder hat einer Geburtstag und dann gibt's Kuchen, genau. Und wenn du in die Playlist eines Blümchens reinhörst, hast du sowieso keine weiteren Fragen mehr. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl. Die haben sich's eingerichtet, aber wenn ihr Blümchen habt bei euch im Umfeld, denkt dran, klare Handlungsempfehlungen, die sind wichtig, die sind tipptopp, die sind positiv, die haben eine gute Grundhaltung, hegen, pflegen, gießen. Hey, aber mal ganz ehrlich, worüber sprechen wir denn heute Abend? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben über die Mumie gesprochen, wir haben über den Brandstifter gesprochen, wir haben über die Blümchen gesprochen. Jetzt reden wir mal über die Kategorie, in der ich euch 350 heute in Köln ausschließlich verorte. In diese vierte Kategorie, aus dieser Nummer kommt ihr nicht mehr raus. Als ihr gesagt habt, jawohl, ich komme mal zu Gedanken tanken, habt ihr das quasi mitbezahlt in eurem Eintrittsgeld. Die vierte Kategorie, meine Damen und Herren, hier kommen sie, ist eure Delegierte. Die Rakete hat viel Energie.
Und vor allen Dingen positive Energie. Die Rakete, die schleppt sich nicht nach einem schönen Wochenende um 8 Uhr ins Büro, schaut um 8 Uhr 2 am Montag auf die Uhr und sagt, Montagmorgen, Mann, die Woche zieht sich wieder. Nee, wisst ihr, was auf der Kaffeetasse einer Rakete draufsteht? Endlich Montag. Endlich ist dieses langweilige Wochenende wieder vorbei. Endlich wird es wieder sportlich. Endlich beginnt das Leben wieder einen Sinn zu machen. Die bringen Spaß mit, die haben Freude, die haben ein gutes Commitment zum Unternehmen. Raketen wie ihr wissen zum Beispiel auch, was ist am effektivsten? Raketen wissen am effektivsten ist eine gelebte Überzeugung. Wenn eine Rakete zu euch Guten Morgen sagt, dann wisst ihr die Zärtlichkeit eines Presslufthammers. Um 5 Uhr morgens vor dem geöffneten Schlafzimmerfenster wieder zu schätzen. Die brüllen noch was hinterher wie, lasst uns Helden zeugen. Und du weißt, ich habe es wieder mit einer Rakete zu tun. Und wenn du in die Playlist einer Rakete reinhörst, auch dann hast du überhaupt keine weiteren Fragen mehr. Helene Fischer, atemlos durch die Nacht. Der Klassiker, Taxifahrer zur Rakete, wo soll's hingehen? Antwort Rakete, egal, ich werde die Wahl benötigt. Das seid ihr, aus dieser Nummer kommt ihr nicht mehr raus. Und hin und wieder kommt dann im Vortrag der ein oder andere zu mir und sagt, Baumgart, du zum Thema Begeisterung, du sprichst dich leicht. Weißt du von außerhalb, dann höre ich immer wieder, die besten Surfer sitzen immer am Ufer, die dann demjenigen, der gerade die Welle nimmt, sagt, wie es besser gegangen wäre. Du weißt überhaupt nicht, wie es bei uns abläuft im Unternehmen. Dann schaue ich mir diesen Menschen an und sage, na gut, ich weiß zwar nicht, wie es abläuft bei euch im Unternehmen, aber ich habe eine blühende Fantasie. Du bist schon länger im Unternehmen, hast die ein oder andere Botschaft schon mantramäßig wiederholt, hast so ein bisschen die Freude, die Begeisterung daran verloren. Aber, sage ich, dafür, dass du nicht mehr begeistert bist, da kenne ich mindestens eine Zielgruppe, die für diesen Umstand nichts kann. Und das sind deine Kunden. Da kommen die Führungskräfte zu mir zum Thema Begeisterung. Herr Baumgartner, die besten Surfer sitzen immer am Ufer. Du weißt überhaupt nicht, wie es abläuft bei uns im Unternehmen. Dann sage ich, ja, mag sein, aber ich habe eine blühende Fantasie. Du bist schon länger Führungskraft, hast die ein oder andere Botschaft schon mantramäßig wiederholt, macht nicht mehr richtig Laune, du bist nicht mehr so richtig begeistert davon. Aber, sage ich, ich kenne mindestens eine Zielgruppe, die für diesen Umstand, dass du schon lange Führungskraft bist, nichts kann. Und das sind deine Mitarbeiter. Aber, sage ich mal ganz ehrlich, zum Thema Begeisterung, es ist doch nicht so, dass wir zu dem gezwungen werden, was wir tun, oder? Das ist doch bei euch auch nicht so, dass in der Früh um 5 in einer Arbeitswoche, in der Früh um 5 Uhr morgens bei euch zu Hause erstmal ein Sturmtrupp der GSG 9, ein Sondereinsatzkommando, mit der Dampframme erstmal eure Wohnungseingangstür atomisiert. Bumm, du liegst noch im Bett, plötzlich hast du 10 Laserpunkte auf der Stirn, 10 vermummte Gestalten stehen über dir und sagen, mitkommen! Du hast einen lebenslangen Vertrag abgeschlossen mit deinem Unternehmen. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Mitkommen. Hey, das, was wir tun, das tun wir doch freiwillig. Aber, sage ich, wir sind Menschen. Gott sei Dank, wir sind Menschen. Und wenn es euch beruhigt, sage ich, dann kann ich euch sagen, dass ich seit über 25 Jahren in meiner zweiten Leidenschaft der Radiomoderation, dass ich seit über 25 Jahren den Song The Best von Tina Turner anmoderieren muss. Glaubt ihr, das macht Spaß. Glaubt ihr ernsthaft das? Dann sagen sie, ja, Depp spielt halt was anderes. Da sage ich, Moment, genauso wie Depp einfach was anderes spielt, genauso wenig könnt ihr euch eure Argumente, eure Produkte, eure Dienstleistungen tagtäglich aussuchen. Das ist Marktforschung. Die besten 12 kommen am Samstag rein und genau in dieser Reihenfolge drücke ich einen Song nach dem anderen ab als Radiomoderator. Oh, sage ich, stimmt nicht ganz. Ich drücke die nicht nur in dieser Reihenfolge ab, sondern in meiner Jobdescription steht was drin, was mutmaßlich in vielen eurer Jobdescriptions auch drin steht. In der Jobdescription eines Radiomoderators heißt das Ganze Music Sell. Ich muss die Musik verkaufen. Warum, kann ich euch sagen? Weil der Song The Best von Tina Turner bei Antenne Bayern genauso klingt wie bei 1 Live, genauso klingt wie bei HR3, genauso klingt wie bei SWR3, genauso klingt wie bei Ö3. Wer macht den Unterschied? Jeder von uns. Aber jetzt kann ich doch nicht sagen, wenn es wieder mal so weit ist, wenn ich wieder über 1 Million Hörer habe in der Samstagshow, kann ich doch nicht sagen, wenn es wieder so weit ist, oh, und jetzt, liebe Antenne Bayern Hörer, ja, leck mich am Arsch. Oh, heute bleibt uns aber überhaupt nichts erspart. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder diese zottelige alte Schachtel, die irgendwann in die Schweiz gezogen ist, in den 80ern den Song aufgenommen hat. Ja, Halleluja, machen wir Folgendes, liebe Hörer, geht ihr bei euch zu Hause in die Küche, holt euch einen Cappuccino, wir gehen bei uns, wir evakuieren das Sendestudio, holen uns einen Cappuccino und nach 3 Minuten 28 kommen wir wieder zusammen, weil dann blutet es nicht mehr ganz so zu den Ohren raus. Hier ist auf Antenne Bayern Tina Turner, der Beste.
wobei es was hätte. Einmal könnte ich es machen. Aber ganz ehrlich, ich will das weiterhin machen, weil ich weitestgehend Spaß habe. Also muss ich mich doch selber begeistern oder will ich mich doch selber begeistern, weil mich keiner zwingt, um 4.45 Uhr aufzustehen. Da mache ich ein bisschen Shishi, dann schaue ich an, okay, Tina Turner ist wie ein Produkt für mich, wie eine Dienstleistung. Pack ein bisschen emotionalen Feenstaub drüber und dann kann ich das Mikrofon anmachen, wenn ich in der richtigen Haltung bin. Dann kann ich begeistern, weil da kann ich sagen, so und jetzt auf Antenne Bayern. Eine der größten Nummern der Popmusik von einer der größten Künstlerinnen der Popmusik, die Tina Turner Nummer ist. In den 80ern hat die einen Song aufgenommen, meine Güte, erinnert ihr euch noch an die 80er? Mitte der 80er, 1985, Boris Becker gewinnt Wimbledon. Der Jüngste mit 17 Jahren überhaupt in der Wimbledon-Geschichte und der erste Deutsche, der dieses bedeutende Turnier gewinnt. 1989, der Fall der Berliner Mauer, ein weltumspannendes Ereignis. Man hätte nicht geglaubt, dass irgendwann mal diese beiden Teile wieder zusammenfinden. David Hasselhoff singt vor dem Brandenburger Tor, Looking for a Freedom. Das, lieber Antenne Bayern-Hörer, bleibt uns in diesen Sekunden, Gott sei Dank, erspart. Hier ist auf Antenne Bayern eine der größten Nummern der Popmusik von einer der größten Künstlerinnen der Popmusik. Dann hole ich nochmal Luft und sage, hier ist Tina Turner, the best. Und dann möchte ich aber ehrlich sein zu euch, da mache ich natürlich das Mikrofon aus, breche in den Abfalleimer. Haben wir einen guten Job gemacht! Jede gute Idee beginnt mit Begeisterung. Jede gute Idee beginnt mit Begeisterung. Jede gute Idee endet natürlich mit Disziplin. Und jede gute Idee braucht begeisternde Persönlichkeiten, wie ich heute bei Gedankentanken habe 350 kennenlernen dürfen, die diese Ideen mit Schwung und Begeisterung umsetzen. Ich danke euch für eure Zeit. Wenn euch meine Impulse gut getan haben, Paul-Johannes Baumgartner, falls nicht, Patrick Lindner. Tschüss, macht's gut. Servus. Dann. Paul Baumgartner.